Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CAD/CAS Strickmuster. Das will ich euch heute kurz vorstellen. Zunächst einmal könnt ihr hier die Bilder aussuchen und per Doppelklick ins Programm laden. Dann könnt ihr natürlich die Breite und die Höhe einstellen, die das Motiv dann haben soll, wenn es gestrickt ist. Ihr könnt dann eingeben, wie viel Maschen und wie viel Reihen ein 10x10 cm großes Stück hat. Das könnt ihr also dann entsprechend bei feinerem Garn dann eben mehr wird dann eingestellt und bei groberem Garn dann eben weniger. Dann die Farben könnt ihr hier aussuchen, die ihr mit denen ihr stricken wollt. Das heißt, ihr klickt hier einfach auf so eine Farbe drauf und sagt hier, welche Farben ihr überhaupt zur Verfügung habt, meinetwegen, oder auch benutzen wollt. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein paar so. So, dann, das ist eine sehr wichtige Einstellung hier, die Methode der Farbumrechnung. Da haben wir einmal am besten passende Farbe. Das gibt dann so glatte Flächen, die sich natürlich leicht stricken lassen. Das Dicer Ring hier, das ist im Prinzip so eine Farbverteilung, wo dann im Prinzip die Farben, die jetzt nicht vorhanden sind, sozusagen nachgebildet werden aus den vorhandenen Farben. Das gibt aber dann auch einen unruhigeres Strickbild, natürlich viel schwieriger zu stricken, weil ich hier natürlich immer abwechselnde Punkte habe. Aber wenn ich halt um die ganze Sache, wie es hier oben von hier oben halt zum Beispiel zu sehen ist, in dem kleinen Bild, wenn ich es dann von weiter weg sehe, dann habe ich dann natürlich eine sehr gute, naja, Approximation des Original, der Originalfarben natürlich. Jetzt mal im Unterschied, die andere Methode, am besten passende Farbe, gibt natürlich hier glatte Flächen. Wäre dann natürlich ideal, wenn ich irgendwie Farben benutzen würde zum Stricken, die dann eben auch im Motiv wirklich vorkommen. Meinetwegen jetzt, wenn ich hier noch eine andere Farbe hätte, die so ähnlich wäre, dass ich hier noch mal eine. Ich mache jetzt mal hier noch so irgendwie Farben, die er vielleicht noch benutzen kann, rein. Naja. So, jetzt habe ich natürlich hier ein relativ glattes Bild, ne? Kann ich relativ gut stricken, weil ich nicht so viele Farbwechsel natürlich habe. Sieht natürlich auch, aber dann auch nicht so original dann aus, natürlich. Mit der anderen Methode, nochmal im Vergleich, habe ich hier natürlich ein wesentlich wilderes Strickbild. Muss ständig natürlich Farben wechseln, aber habe natürlich dann auch, zumindest wenn man es von weiter weg betrachtet, dann eben ein relativ gutes Ergebnis, was die Farbwiedergabe halt angeht. So. Dann hatte ich heute gerade die Frage von einer Kundin, die hatte ja einen Schal gestrickt, der war sehr, sehr, sehr lang. Und als sie das dann auf ein A4 Blatt gedruckt hatte, dann wurde das natürlich so stark verkleinert nur dargestellt, dass sie im Prinzip die Kästchen überhaupt nicht mehr sehen konnte und dafür kann ich dann den Ausdruck von mit unserem Posterdrucker empfehlen. Weil in dem Posterdrucker kann ich jetzt zum Beispiel hier so ein Bild auch rein laden, zum Beispiel diesen Schal hier. Und kann jetzt hier die Größe festlegen. Jetzt mal auf Querformat. Also. So, und jetzt habe ich hier im Prinzip jetzt immer, das ist jetzt eine, nee, das ist natürlich, das ist die Seitenansicht. Jetzt immer eine Seite und die Kästchen sind jetzt hier noch alle zu sehen. Ich habe es jetzt halt aufgeteilt in viele Seiten, die ich dann ausdrucken kann. Wenn ich es jetzt wirklich auf eine Seite drucken würde, ich gehe mal auf die erste Seite, dann sehe ich halt hier überhaupt keine Kästchen mehr, weil das einfach viel zu lang ist für das Bild sozusagen und dann viel zu klein wird, weil es gar nicht mehr sonst auf die A4-Seite drauf passen würde. Das ist nochmal so ein kleiner Tipp. Damit will ich eigentlich auch das Video beenden und ich habe ja über 200 Programme auf meiner Webseite, werde jetzt hier regelmäßig auch Programme vorstellen und wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.